Bitte schön, bitte. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Mannsieber im Jahr 2016. Und ich kann Ihnen heute sagen, ich hab Bock. Ja, und ich auch. Ich hab mich so gefreut aufs Publikum, auf unsere Show. Aufs Publikum. Also bitte. Wir feiern das große Comeback einer 80er-Ikone. Der Kalte Krieg ist zurück. 3 Tage lang wurde auf der Münchner Sicherheitskonferenz über Syrien diskutiert. Und am Ende wurde der russische Außenminister Lavrov gefragt, wie hoch schätzen Sie die Chance auf eine Waffenruhe ein? Weißt du, was er gesagt hat? 49%. 49% ist russisch und bedeutet null. Wobei eigentlich klar war, dass da nichts rauskommen kann. Die Veranstalter der Sicherheitstage wären schön blöd, ihre Sponsoren zu verärgern. Zum Beispiel die Rüstungsindustrie. Und so traf man sich, um 3 Tage lang über das zu reden, was man nicht will. Ja, Medvedev nennt das Kalter Krieg. Ja, Sie zu Hause kennen das unter dem Begriff Ehe. Ja, immer noch besser als das Verhältnis von Merkel und Seehofer. Ja, das ist ja inzwischen kinoreif, muss man sagen, oder? Ja, von Tarantino verfilmt wird das. The Hateful Eight. Ja. In den Hauptrollen Merkel und 7-mal Horst Seehofer. Ja, an jedem Wochentag ein neuer Schuss gegen Merkel, der alte Weißwurst-Desperado. Ja? Trotzdem ist die GroKo zu wegweisenden Kompromissen fähig. Obergrenze ja, aber nur beim Bargeld. Barzahlung nur noch bis 5.000 Euro, um dem Terror den Saft abzudrehen. Ja, und das wird beim IS aber wahnsinnig Eindruck machen. Wie viele Anschläge wohl vereitelt werden, weil Terroristen ihre IBAN nicht kennen. Heute keine EC-Zahlung. Ich frage mich, wann kommt Alexander Dobrindt mit einer Sprengstoffgürtelmaut? Ja, der arme Seehofer ist ja so frustriert, dass er sich mittlerweile schon bei Putin ausweint. Ja, die planen ja sogar schon eine eigene Sendung. Schwiegerdespot gesucht. Bei RTL 2 ja, kommt das. Wahrscheinlich hofft der Seehofer, dass Putin auch noch Bayern annektiert. Ja, annektiert, weil bombardieren ist ja keine Option. Leider. Also ganz ehrlich, ich fühle mich von Horst Seehofer missbraucht. Wieso, hat er dich am Bahnhof angegrapscht? Oder? Nee. Missbraucht, weil eigentlich wollte ich in dieser Sendung gar nicht mehr über ihn reden, über diese Populismus-Alternative für Deutschland. Und jetzt machen wir es schon wieder. Was hast du denn? Seehofer ist momentan doch fast schon beängstigend sachlich. Beängstigend sachlich? Ja. Die Herrschaft des Unrechts. Ja, das klingt doch wie ein Groschenroman. Aber besser als mit Herrschaft des Unrechts ist diese Regierung noch nie beschrieben worden. Aber das hat nichts mit Merkels Flüchtlingspolitik zu tun, sondern mit der unionsgetriebenen Umverteilung von unten nach oben. Moralischer Inkonsequenz gegenüber Wirtschaft und Industrie und... Ja, der Herr Seber wieder halb Mensch, halb Zeigefinger. Mann. Ja, und Sie klatschen nicht an der Stelle, bitte. Ja, das doch, bitte, Sie dürfen. Also, lassen sich von Ihnen nichts verbieten. Sieht zu Hause auf. Hab ich schon mal gesagt, wie sehr ich mich auf das Publikum gefreut habe? Ja, toll. Man müsste dem Seehofer aber mal eins verraten, Christoph. Man müsste ihm mal sagen, hey, du Horst, du bist Teil dieser Regierung. Das kapiert er nie. Weißt du? Ja. Aber immerhin gab es tolle News für Albert Einstein, den alten Zausel. Ja? Ingenieure in den USA haben seine Gravitationstheorie bestätigt. Ging relativ zügig. Ja? 100 Jahre, nachdem er so groß angekündigt hatte. Man spricht schon vom BER unter den Theorien. Ja? Ich glaube, im Orbit gab es Probleme mit dem Brandschutz. Weißt du? Ich bekam das übrigens als Eilmeldung aufs Handy. Ach nee. Ich habe so geguckt, irgendwas mit Einstein und dachte so, oh Gott, ist der auch noch gestorben? Apropos Tod, bleiben wir beim Thema. Die Deutsche Bank steckt in einer großen Finanzkrise. Der Börsenwert hat sich seit Jahresbeginn halbiert, Leute. Ja, und da lachen Sie auch noch, Mensch. Also. Ach so, hier. Ich glaube, die müssen demnächst den Laden dicht machen hier. Ja, den Vorständen wurden sogar die Boni gestrichen. Ich frage mich, wann näht der erste Banker einen versteckten Hilferuf in einen Kontoauszug? Einige deutsche Bankmanager sind ja so pleite, die dürften heute gar kein Konto mehr bei der Deutschen Bank eröffnen. Ja, im Gegensatz dazu schwimmt die AfD im Geld. In den letzten Wochen haben die über 3 Millionen Euro Spendengeld eingesammelt. Na gut, es könnte auch gezielt gespendet werden. Für Deutschland fahren, ein lauteres Mikrofon und eine neue Computermaus für Beatrix von Storch. Sag mal, heißt das Geld in der AfD-Kasse eigentlich Braunkohle? Ja, aber wir haben... Nee, du hast recht.
Lass uns bei der AfD bleiben, die liegen bei 12%. Und da frage ich mich, wer wählt sowas? Sie hier im Publikum natürlich nicht, das sehe ich doch auf den ersten Blick. Sie sind jung, hübsch, weiblich. Ich grüße Sie, schön, dass Sie da sind, Onkel. Ja, nein, bitte. Ja, oder? Es ist wirklich so. Leute, der typische AfD-Wähler ist ein alter, verschrobener Mann, der einigermaßen gebildet ist und sehr pessimistisch. Tja, guck an. Ich kenne so einen. Weißt du, was das ist? Mentales Krapschen. Nee, das ist ein emotionaler Antanztrick. Ja. Ja, fest steht, Rechtspopulisten dürfen nicht viel Macht kriegen. Es reicht völlig, wenn sie in Bürgerwehren für Recht und Ordnung sorgen. So wie in Streptow. Und die sind sogar in diesem Internet aktiv. Liebe Mitbürger, Deutschland, wir, die Bürgerwehr Streptow, die neue Schutztruppe der Aktion Pass auf, kurz NSDAP. Über den Namen müssen wir uns aber nochmal unterhalten. Sag ich die ganze Zeit schon. Kürzer ist besser. Einfach nur Schutztruppe Streptow, kurz SS. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ich ruf schon die ganze Zeit. Mittagessen. Ja, Mutti, wir kommen ja gleich. Was gibt's denn? Cevapcici mit Couscous. Oh, lecker. Dennis, läuft die Kamera. Ja, seit den Vorfällen am Kölner Hauptbahnhof mit den ganzen Grabschreien und so, da haben wir gesagt, das kommt bei uns im Viertel aber nicht vor. Oh, guck mal, ist da hinten, ist das nicht ein Flüchtling? Nee, das ist der Schröder aus der 17. Da kommt gleich der letzte Schulbus, und? Da onaniert er immer hinter der Hecke. Hallo, Bürgerwehr Streptow. Sagen Sie mal, ist Ihnen hier im Viertel Auffälliges aufgefallen? Nein. Fremde? Ausländer. Keine Ahnung. Okay, vielen Dank. Ja, bis dann, ja. Tschüss. Ihnen noch. Tschüss. Der Schutz und die Würde unserer Frauen liegt uns am Herzen. Deshalb empfehlen wir unseren Frauen nach Einbruch der Dunkelheit folgende legale Schutzmaßnahmen. Pfefferspray. Elektroschocker. K.O.-Tropfen. Küchenschere. Schutzweste. Helm. Und Knieschoner. Und nicht zu vergessen, Baseballschläger. So macht der Abendspaziergang wieder Freude. Uns wird immer wieder vorgeworfen. Von der Lügenpresse. Ja, ja. Dass wir Männer nicht ausreichend Erfahrung hätten, aber gerade wir deutschen Bürgerwehren können auf eine sehr lange Tradition zurückblicken. Wir haben jemand, der uns mit Rat und Tat unterstützt. Ja, ich hab Stalingrad überlebt. Und unser Stalingrad heißt Bürzelweg Streptow. Vom rechten Gedankengut distanzieren wir uns recht deutschlich. Denn nicht alle Ausländer sind kriminell. Ja, aber verdächtig. Das wird man nur sagen dürfen. Holt ihr euch da unten schon wieder einen runter? Guck mal da. Bist du einer von denen, oder? Den knöpfen wir uns jetzt auf. Vor. Schönen guten Abend. Bürgerwehr, das trifft sich gut. Ich würde da gern mitmachen. Sie mit... Ja, warum Sie? Wegen der ganzen Straftaten bei uns in der Nachbarschaft. Überlegen Sie mal hier, Einbruch, Diebstahl, Spanner und. Da müssen wir doch irgendwas machen. Ja, aber ob Sie da mit dem da mitmachen dürfen, ich weiß nicht, ob das bei uns in der Satzung steht. Nee, die ist ja sehr streng in der Hinsicht, ne? Jetzt geht's denn aber los. Nehmen uns die Nordafrikaner auch noch den Job weg. Wir von der Bürgerwehr Streptow sind da, wo der Staat versagt. Wir verteidigen unsere Art zu leben. Was wollt ihr? Eure Art zu leben verteidigen? Den ganzen Tag im Keller rumhocken, rumwichsen, dem Staat auf der Tasche liegen und das Essen wird kalt. Und das Ding läuft ja auch immer noch. Steht ihr? Ja. Ja, auch steht der ihr wirklich stark, ja. Oder? Christoph, ja? Ich wollte dich die ganze Zeit schon was fragen. Sag mal, warum hast du mir eigentlich nichts zum Valentinstag geschenkt? Du weißt doch, ich feiere sowas nicht. Ja, außerdem ist Valentinstag der Tag der Liebe und nicht Tag der Geschäftsbeziehung. Ach, du willst also wieder nur meinen Körper. Entschuldigung, mit so wenig gebe ich mich nicht zufrieden. Nee, komm, aber in Ernst, lass uns das mal nachfeiern, oder? Valentinstag ist ein Quatsch, oder? Da haben wieder Tausende von Männern versucht, mit überzüchteten Herzlosblumensträußen von der Tanke ihre Ehe zu retten. Ja.
Willst du jetzt noch Gitarre spielen, oder? Nee, Trompete, du Vogel. Ich wollte ein bisschen nette Stimmung jetzt haben. So ein bisschen Valentinstagsstimmung. So. Ganz ehrlich, bei mir ist jetzt der Ofen schon aus. Also wenn ich was schenken würde, ja, dann wirklich nur was Sinnvolles zum Valentinstag. Zum Beispiel AfD-Frau Beatrix von Storch. Da würde ich sehr gerne was schenken. Das frische Gesicht des Rechtspopulismus. Sie bekommt von mir eine Packung Ferrero Schüsschen. 25. Leckere Nougat-Gewehre mit geladener Haselnusskugel. War das eben echter Applaus oder sind Sie von Ihrer Hand abgerutscht? Ich habe noch ein tolles Geschenk. Für Wolfgang Schäuble habe ich noch was. Hier in der Schublade versteckt. Ja, der spart uns mit seiner schwarzen Null zu Tode, habe ich das Gefühl, oder? Darum, lieber Wolfgang, für dich von uns ein neues Spendierhöschen. Das ist gut. Wenn der das bei der nächsten Haushaltsdebatte anzieht, stecke ich ihm noch einen Zehner rein. Ich habe eine kleine musikalische Aufmerksamkeit, einen kleinen musikalischen Valentinstagskurs für Kim Jong-un, den neuen Bomber der Nation. Du lässt schon wieder Plutonium produzieren, eventuell für Bomben, wie man liest. Doch wenn ich dich anschaue, dann denke ich immer, dass du dir bestimmt das Zeug selber reinziehst. Ja. Bitte. Ich hab noch ein Geschenk, ja, für Frauke Petri. Da habe ich mir gedacht, bei dem Frauenbild der AfD, ja, das sollte das Geschenk nicht allzu modern sein. Ja, ein Blumenstrauß habe ich für Sie. Von Fleurop, das Blumenbouquet Fungi Speziale. Ja. Ich habe noch einen letzten romantischen Song für meinen Lieblingsfußballer. Arjen Robben. Entschuldigung. Du hebst ab, nichts hält dich am Boden. Die Buhrufe wären laut, denn wenn man dich nur leicht touchiert, wirst du zum Fußball-Astronaut. Du siehst den Platz von oben. Ja, Stimmung! Was los? Ja, bitte. Sonst spielt er noch Stunden weiter. Genug gelacht, so lustig war es auch wieder nicht. Doch, Sie hätten für mich noch weitermachen können. Ja, kleiner Schleimer. Eben wieder, war die Stimmung oben und jetzt rüstet es wieder. Aber er hat ja recht, bevor wir uns verplaudern, meine Damen und Herren, kommen wir zu den großen Fragen. Wer zahlt die Flüchtlingskrise? Ich weiß nur, wer sie nicht bezahlen muss. Ja, die, die sich's leisten könnten. Ja, das ist jetzt wieder mal so flott dahergesagt, aber das ist ja wirklich auch tatsächlich das Problem. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Danke, ohne dich hätte ich nicht zu Ende bringen können. Ja. Haben Sie vielleicht mitbekommen, die 62 reichsten Menschen der Welt besitzen genauso viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Ja, ist jemand von den 62 hier heute Abend? Ganz bestimmt nicht, dafür habe ich zu viele C- und A-Sakkos im Publikum gesehen. Entschuldigung, das meint er nicht so. Doch, ich meine das. Ich musste mir nur kurz ein bisschen vom Champagner nachgießen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Die finanzielle Ungleichheit ist in Deutschland so extrem wie nirgendwo sonst in Europa. Ja, was zahlt sich aus? Vermögen anlegen, verwalten und erben. Und was sich nicht lohnt, arbeiten. Ja, und trotzdem hast du, Teufelskerl, dir die Arbeit gemacht und das Ding hier drüben gebaut. Ja. Und wir alle stellen uns natürlich jetzt die Frage, Christoph, warum? Das, mein kleiner, gefiederter Freund, liebes Publikum, ist das Haus Deutschland, ja, aufgeteilt in drei Teile. Unten wohnen die Armen. 16,5 Millionen Deutsche sind arm oder von Armut bedroht, trotz Rekordbeschäftigung. Ja, und besitzen die da unten denn gar nichts? Doch, sehr viel sogar, und zwar Schulden. Ja, und lass mich raten, ich hab's verstanden, das Modell in der Mitte ist die Mitte der Gesellschaft. Nein, das sind die, die sich für die Mitte halten, aber genauso abgehängt sind wie die unten. Ne, nur halt mit reinen Endhaus, mit Parkett. Man sehen Sie zurück nach früher. Ja, D-Mark, Derrick, die Mauer. Ja. Ja, und da oben, da wird aber ordentlich gefeiert, oder was? Ja, Logo, der Platz an der Sonne. Deutschland liegt mit 1,1 Millionen Millionären weltweit auf Rang 3.
Da oben liegt auch übrigens am Pool die Familie Brenningmeier. Ah, die Brenningmeiers, das sind doch die Besitzer von C&A. Ja. Ja, also alle, die sich in C&A Sakko gekauft haben, die haben dafür gesorgt, dass die sogar Milliardäre geworden sind. Ja, und Milliardäre, davon gibt es in Deutschland 123. Guck mal hier, da steht noch so einer. Wer ist das? Der Maschmeier. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Carsten Maschmeier, der Enkeltrickkönig von Hannover? Ja, und bevor jetzt Neid aufkommt, liebe Leute, er ist einer der ärmsten Milliardäre Deutschlands. Ja, klar. Müssen Sie kein Mitleid haben, der schuldet mir noch 80 Euro. Kleines Ratespiel übrigens. Was glauben Sie, wenn man 1 Milliarde zu 5% anlegt, wie viel Geld muss man täglich ausgeben, um nicht noch reicher zu werden? Haben Sie eine Idee? 137.000 Euro. 137.000 Euro am Tag? Ja. Das schaffe ich nicht mal in der Woche. Ja. Christoph. Oh, Christoph. Oh, warte mal, Vorsicht. Christoph. Was? Das hieße das denn nicht? Da unten raucht's, was ist denn los? Habemus Papam oder was? Nein, da unten qualmt's und da unten brodelt es jetzt noch mehr, weil es kommen 1 Million Flüchtlinge. Haha, und die werden natürlich in den ärmeren Vierteln angesiedelt, nicht in den reicheren. Ja, weil da können die sich ja die Trüffel beim Feinkostkäfer gar nicht leisten. Natürlich, nee. Die kämpfen jetzt gegeneinander mit der Unterschicht, ja, gegen bezahlbaren Wohnraum, um die Reste von der Tafel und prekäre Arbeitsverhältnisse. Und in der Mitte, da hüpfen die jetzt auf und ab hier in ihren Buden, weil sie Angst haben und weil unten die Füße schon ganz heiß werden. Ja, da wollen wir aber mal schnell löschen da unten, oder? Ah, Wasser wäre aber sinnvoller gewesen. Nee, das sind Handys. Ja, Handy, Konsumprodukte, Handys, Fernseher. Das löscht nicht, aber es beruhigt. Ah, und außerdem verschulden die sich da unten noch mehr und die Schere der Ungleichheit öffnet sich immer weiter. Oh, hier auch noch eine wichtige Person in dem Spiel. Der haben wir fast vergessen. Gerhard Schröder. Ach, die Älteren erinnern sich, der war mal Hausmeister von Deutschland. Ja. Heute ist er lupenreiner Privatier und bastelt in seinem Hobbykeller Ostsee-Pipelines. Der hat diese Entwicklung befeuert. Seine Regierung hat die Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Wiedereinführung der Vermögensteuer verhindert. Da ging es da oben wahrscheinlich richtig ab. Natürlich. Und da unten, ja, da ging es noch weiter abwärts. Der Staat hat so mindestens 400 Milliarden Euro weniger eingenommen. Da muss gekürzt werden. Da wird der Schimmel an der Wand nur noch notdürftig übermalt. Christoph, ganz kurz, gerade drüber nachdenke. Ja. Warum fahren die in der Mitte nicht einfach mit dem Aufzug nach oben? Weil der Aufzug defekt ist. Und das schon seit Jahren. Das Einzige, was funktioniert, ist die Treppe nach unten. Aber da fehlen ja Stufen. Ja, das ist Hartz IV. Die vierte Stufe der Arbeitsmarktreform. Ja, da geht es am Anfang noch ein paar Stufen runter und dann kommt der Fall ins Bodenlose. Aber Moment, wenn es da unten so brennt, da wird doch irgendwann das Haus instabil, da können die doch nicht oben einfach weiter feiern. Müssen sich doch drum kümmern. Ach, das interessiert die da oben doch nicht. Die müssen ja nicht durchs Treppenhaus. Die haben doch einen Hubschrauberlandeplatz da oben. Weißt du? Ja, natürlich. Ja. Guck mal. Und Zweitwohnsitz in Monte Carlo oder auf den Cayman Islands. Das kann doch alles auf Dauer nicht gut gehen. Geht natürlich auf Dauer nicht gut. Das kann man sogar nachlesen. Im Geschichtsbuch, seit den 1933. An sowas, Leute, ist schon mal eine Demokratie zugrunde gegangen. Und auch jetzt steht es nicht gut um die Demokratie im Land. Und da kann man nur hoffen, dass wir gute Ärzte haben. Wir verlieren Sie schnell. Name? Oh, verdammt. Was? Wir haben es mit einer Institution zu tun. Mit der Demokratie. 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 Wir müssen Sie ins Koma versetzen. Mehr Koma geht gar nicht. Dann notoperieren. Wir haben keine Wahl. Immer eine Wahl. Das Volk ist ja souverän. Aber nicht in meinem OP. Außerdem sind Sie Kassenpatient. Oh mein Gott. Das sieht ja übler aus, als ich dachte. Das sind ja tumorartige Wucherungen im rechten Bereich. Hab ich's mir gedacht? Auf dem rechten Auge blind? Das ist ein Morbus Höcke. Der drückt dem Hirn das Blut ab. Wo ist ein Exorzist, wenn man ihn mal braucht? Ach, das sind die üblichen Reflexe, wenn das Hirn aussetzt. Hat sich ein völkischer Parasit eingenistet. Total vernunftresistent. Ich glaube, sie will uns etwas sagen. Wir schaffen das. Typische NATO-Erfahrung. Die Banken haben mir das Blut ausgesaugt und dann noch Wachstum überall. Wohlstandsbauch und Fettleber. Der Ruf nach Demokratie verstummt, wenn der Mensch Wohlstand erlangt. Was ist los? Sind Sie verrückt?
Das parlamentarische Syndrom. Oh mein Gott. Das Herz ist von Lobbyisten befallen. Was ist das? Die polnische Pressefreiheit. Gott, das ist eine beginnende Diktatur. Oh. Die Menschenwürde. Informieren Sie die Angehörigen. Es gibt keine Angehörigen. Vielleicht die Sozialdemokratie. Sozialdemokratie? Die haben wir doch letzte Woche eingeschläfert. Dann schalten Sie die Geräte an. Moment! Müssen wir darüber nicht abstimmen? Abstimmen, wählen, das ist doch von gestern. Heutzutage wird geliked. Ihr Patient, Sie können ausschlafen. Hilfe! Den da hinten, den halten Sie doch auch am Leben. Aber er ist längst tot, aber der ist privat versichert. Das tritt mehrere Jahre mit der Krankenkasse ab. Und wer ist das? Europa. Bevor das ZDF-Zuschauertelefon wieder glüht, bei den Dreharbeiten ist dem Holzpflock nichts passiert. Ja. Und bevor Sie Mitleid mit der Demokratie bekommen, Europa geht's ja noch viel schlechter. Die europäische Idee ist sowas von am Arsch. Wir sind keine Wertegemeinschaft, sondern bloß noch eine Währungsgemeinschaft. Ja. Aus diesem Grund werden die EU-Staaten ja auch immer egoistischer. Ich. Da wird gemobbt und geschimpft und die schlimmsten Klischees und Vorurteile werden aus der Mottenkiste geholt. Und genau dieser Zerrissenheit wollen wir uns jetzt spielerisch nähern. Wir spielen Fakten EU, das verrückte Wertegemeinschaftsquartett. Oh, da will ich mitspielen. Ja, auf jeden Fall musst du. Quartett spiele ich sehr gerne. Ja, das wird geil. Hast du auch Karten für mich? Ja, ich hab hier, nimm die Hälfte und dann spielen wir gegeneinander. Achtung. Fuck the EU, ja. Toll. So, was hast du für ein Land? Ich habe Deutschland. Ich habe Frankreich. Oh, Deutschland gegen Frankreich. Oh, das wird gut. Im Quartett, da bin ich aber gespannt. Alles klar, also wir fangen an mit Kategorie Rechtsdrall. Mhm. In Frankreich Le Pen 30%. Rechtsdrall in Deutschland nur zweistellig AfD, da kann ich nicht mithalten. Das habe ich. Tut mir leid. Ja. Dann habe ich hier, da könnte ich dich noch mal toppen wahrscheinlich, beeindruckendste Erfindung der Franzosen, Oralsex. In Deutschland Oral B. Also, ja, so, nächstes Land. Holland habe ich. Holland gegen Griechenland bei mir. Oh, das ist, dann fangen wir an, Rechtsdrall. In Holland will das 13% bei Europawahl. Ja, da schlägt dich Griechenland locker. Rechtsdrall in Griechenland, goldene Morgenröte, drittstärkste Partei. Okay. Die waren sogar in der Regierung. Ja, gut. Ja, oder hier, Kategorie Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, 48,6%. Ja gut, also da hast du gewonnen. Ich hab, ja. Holland vielleicht, beeindruckendste Erfindung in Holland, Vorrunden aus. Ja, das ist ja eine kleine. Oh, jetzt Österreich bei mir. Und ich Ungarn. Oh, Österreich gegen Ungarn. Ja. Spannendes Duell, würde ich sagen. Bin ich auch. Rechtsdrall in Österreich um die 30%. Tja. Rechtsdrall 51,49% bei der Europawahl. Ungarn. Alter Schwede. Ja, Österreich beeindruckendste Erfindung, Ungarn. Was ist bei dir? Beeindruckendste Erfindung? In Ungarn Gulasch. Ah. Ja. Übrigens, weißt du auch, was der EU-Beitrittsgrund von Ungarn ist? Nee. Gulasch. Ja. Und was ist Landesküche in Ungarn? Paprikapulver. Landesküche in Österreich Red Bull. Ja. Sind wir schon fast durch. Ich habe noch England. Landesküche, nein. Ja, das... Kein schönes Spiel, dieses Europa, möchte man fast sagen. Offenbar ist das Einzige, was Europa eint, der Rechtsruck. In Frankreich, Holland, Polen, bei uns die AfD. Das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Da gibt es auch die Alternative fürs Legoland. Wir sollten uns an den Unterschieden in Europa erfreuen. Ja, wenn ich nach Frankreich in Urlaub fahre, dann doch deswegen, weil die nicht sind wie die Deutschen. Wir dürfen Europa nicht den Nationalisten überlassen. Wenn Sie denken, da sind wir hier in Deutschland mit der AfD doch noch prima bedient,
Ich sag nur, Augen auf. Die Geschichte der AfD ist eine Geschichte voller AfD. Die AfD blickt auf eine fast tausendjährige Geschichte zurück und wurde am 6. Februar 2013 in Berlin gegründet. Angefangen hat alles mit einer Schrankwand aus Eiche Furnier, einer Kunstledercouch, einer Stehlampe aus den 60ern, einem Käseigel und dem Satz, früher war alles besser. Und ganz viel Langeweile. Die hatten nämlich die Herren Alexander Gauland, Hans-Olaf Henkel und Bernd Lucke. Das sind die Falschen. Herren mit auswegloser CDU-Karriere und abgeschlossener Libido traten mit dem Endziel an, der Euro muss weg. Da die meisten Deutschen aber schon damals keinen Euro mehr hatten, musste Bernd Lucke im Juli 2015 als Vorsitzender zurücktreten und kämpft seither als Alpha 1 an der Seite von SpongeBob und Bernd das Brot gegen die Minions. Die AfD aber erfand sich neu und ist seither nicht mehr gegen den Euro, sondern gegen Flüchtlinge und die linksversiffte Mainstream-Meinung der Lügenpresse. November 2015. Björn Höcke fällt bei einer Rede am Institut für Staatspolitik durch unangenehmen Hirndurchfall auf. Er unterscheidet als Hobbybiologe zwischen dem lebensbejahenden afrikanischen Fortpflanzungstyp, dumm, aber potent, und dem selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp, der viel denkt und wenig vögelt. Weshalb Frauke Petri auch zu Recht fordert, es müssen an deutschen Schulen wieder mehr deutsche Lieder gesungen werden, was viele Flüchtlinge auf der Balkanroute zur Umkehr gezwungen hat. Gründe, die AfD zu wählen, gibt es keine. Die drei wichtigsten dabei sind, ich wähle immer alphabetisch, ich lasse mir meine Ressentiments doch nicht durch Argumente kaputt machen und die NPD war mir zu links. Und so wuchs und wuchs die kleine Partei und wärmte die Herzen der Deutschen. Die AfD nährt sich nur von einem, der Angst der Menschen. Denn wer Mauern baut, sitzt am Ende selber im Gefängnis. Denn die AfD ist keine Alternative für Deutschland, sondern eine Alternative zur Demokratie. Denn wer beschwört, früher war alles besser, landet früher oder später in der Steinzeit. Ja. Ach, die Steinzeit. Ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die Steinzeit war eine tolle Zeit. Ja, wer damals Blödsinn an die Höhlenwand gepostet hat, wie die Höhle ist voll oder so, ja, dann wurde das nicht geliked oder geteilt, da wurde er geteilt. Willkommen im emotionalen Block der Show. Es geht um enttäuschte Hoffnungen, jede Menge Lügen und geplatzte Träume. Ja, die SPD. Nee. Nee, lass uns im Internet bleiben. Im Internet, da stehen nämlich solche Dinge, werden verbreitet, wie das hier zum Beispiel. Bayerische Sozialämter verteilen an Flüchtlinge Freikarten fürs Bordell. Das ist natürlich frei erfunden, mit nur einem einzigen Ziel, Flüchtlinge schlecht dastehen zu lassen. Und das Verrückteste daran ist, viele Leute glauben das. Ja, ich meine, dass die Meldung Quatsch ist, das sieht man doch aus 5 Kilometer Entfernung. Freikarten fürs Bordell. Flüchtlinge werden von blonden deutschen Prostituierten an der Grenze abgeholt und dürfen dann auf dem Prostituierten bis ins Flüchtlingsheim reiten. Ist das? Ja, da ist die Meldung hier schon ein bisschen subtiler. Jeder Flüchtling kriegt beim Grenzübertritt 2.800 Euro Begrüßungsgeld. Das findest du, das ist doch auch Quatsch. Sieht man auch, dass das Quatsch ist. Die Flüchtlinge brauchen in Deutschland auch gar kein Geld. Die dürfen sich in deutschen Supermärkten einfach Dinge raussuchen, ohne zu bezahlen. Das nehmen die dann mit und kriegen dafür noch doppelte Payback-Punkte. Ja, das stand bei Facebook. Doch, das stand bei Facebook. Das ist die Wahrheit. Ja, pass auf. Das Beste kommt ja noch. In Lostau in Sachsen-Anhalt wurde ein Streichelzoo von Flüchtlingen geplündert. Die Ziegen wurden geschächtet und am Lagerfeuer aufgefressen. Was? Und vorher noch vergewaltigt. Ja, und was ist da dran? Lostau hat gar keinen Streichelzoo. Ja, nicht mehr, weil er vom IS weggebombt worden ist. So. Sie merken es schon, das Perfide an dem Bullshit ist, es bleibt immer was hängen. Aber damit Sie auf die nächste Fake-Meldung nicht reinfallen, spielen wir jetzt Fake News Dart. Heute schon wissen, was Sie morgen vergessen können. Wir spielen Fake News Dart. Und das Spiel ist angelehnt an einer wirklich, wir haben das recherchiert, so werden diese Fake News im Internet wirklich erstellt, wie wir das jetzt hier machen. Wir haben Dartscheiben aufgehängt, auf denen sind Protagonisten für Stories. In der Mitte ist sozusagen das, was in dieser Story passiert. Und am Ende nochmal Protagonisten, um die es geht.
Das heißt also, wir daten uns jetzt zusammen, wir werfen Dartpfeile, um zu sehen, wer macht was mit wem. Ja? Ja. Okay. Und Sie machen hier ein bisschen Stimmung, wie beim Dart bei Sport 1. Ja. Yeah. So, Achtung. Jetzt geht's los. Erster Wurf. Der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz erteilt Schwimmbadverbot für die Regensburger Domspatzen. Na. Jawohl! Großartig! Es ist eigentlich. Der Hammer. Also, das ist. Ich glaube, die Meldung, die geht morgen durchs Netz wie nix. Ja. Die Meldung. So, nächster Versuch. Donald Trump? Ja. Klont im Hobbykeller? Oh, jetzt pass auf. Donald Trump. Ja, verrückt, oder? So, jetzt fange ich an. Ja, wir fangen an. Jetzt fange ich an, pass auf. Angelique Kerber, unser neuer Tennisstar, prügelt sich in der Dorfdisco mit dem IS. Ja, besser kannst du nicht laufen, oder? Das ist also großartig. Ja. Das ist. Das tolle Meldung. Tolle Meldung. Und was soll ich Ihnen sagen? Das war Mann Sieber für heute. Wir fahren jetzt zum Schokofondue zu Kim Jong-un. Und keine Fake-Meldung. In 4 Wochen sind wir wieder da. Das ist sicher wie ein belgischer Atomkraftwerk. Gute Nacht. Gute Nacht.